Das 2017 gestartete Power Rangers Reboot kam damals bei den Fans und Kritikern ja eher weniger gut an. Ebenso konnte er bei einem Budget von 100 Millionen Dollar auch nur rund 142 Millionen wieder einspielen. Lionsgate gab daraufhin die Rechte für die Power Rangers wieder frei und die wanderten dann direkt zu Paramount Pictures. Und die planen nun mit Jonathan Entwistle als Regisseur erneut ein Reboot der Power Rangers. Entwistle ist unter anderem als Schöpfer der Netflix-Serie The End of the Fucking World bekannt. Mit Patrick Burley wurde auch gleich ein Autor verpflichtet, der den neuen Film schreiben soll. Burley hat unter anderem auch die Vorlage zum kommenden Peter Hase 2 verfasst. Sonst ist er aber noch eher unbekannter. Was die Story angeht, so möchte man sich bei dem Reboot wieder vermehrt auf die Wurzeln konzentrieren. Das heißt, dass eine Zeitreise die Kinder in die 1990er Jahre bringt, wo sie versuchen müssten, wieder in die Gegenwart zu gelangen. Mehr dazu ist aber noch nicht bekannt, genauso wenig wann der Film erscheinen soll. Im Februar 2020 erwartet uns ja die DC-Comic-Verfilmung Birds of Prey mit Margot Robbie, für die nun die Altersfreigabe bekannt gegeben wurde. Robbie, die auch als Produzentin beteiligt ist, wollte von Anfang an ein R-Rating für den DC-Film. Und das kam jetzt auch so, denn die amerikanische Freigabebehörde MPAA hat den Film jetzt mit einem R-Rating versehen. Gründe dafür sollen die heftige Gewalt und der Gebrauch von Schimpfwörtern sein, sowie Bilder von Sex und Drogen. Damit zieht Birds of Prey mit Filmen wie Logan und Joker gleich und denen haben ein R-Rating keinesfalls schlecht getan. Für Deutschland hingegen steht die FSK-Freigabe noch nicht fest. Im Falle von Joker und Logan gab es jeweils eine FSK-16-Freigabe, mit der man auch bei Birds of Prey rechnen kann. Es gibt mal wieder Casting-News zur Herr-der-Ringe-Serie. Nach dem Abgang von Will Poulter soll sich nun Morfydd Clark der Serie angeschlossen haben. Die kennt man unter anderem durch His Dark Materials und The Alienist. Variety zufolge soll sie die Rolle der jungen Galadriel übernehmen, welche in den Filmen von Peter Jackson noch von Cate Blanchett gespielt wurde. Dabei soll es sich um eine Hauptrolle handeln. Bestätigt wurden die Berichte zu dem Casting und dem Auftritt einer jungen Galadriel von offizieller Seite noch nicht. Mit Star Wars 9, der Aufstieg Skywalkers, ist nun der letzte Teil der Skywalker-Saga gestartet. Doch wie wird es weitergehen? Bisher ist nur klar, dass der nächste Star Wars-Film Ende 2022 kommen soll. Wer diesen aber machen wird, ist immer noch völlig unklar. David Benioff und D.B. Weiss sollten ja den Film eigentlich machen, verließen das Projekt vorzeitig aber wieder. Die letzten Jedi-Regisseur Rian Johnson entwickelt ja weiterhin auch eine neue Star Wars-Trilogie. Ob und wann diese kommen soll, steht ebenso noch nicht fest. Nun sprach Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy in einem Interview mit der Los Angeles Times über die Zukunft des Star Wars-Franchises. Dort sagt sie, man habe sich in den letzten 5 bis 6 Jahren darauf fokussiert, die Familiensaga rund um die Skywalkers zu beenden. Es sei jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, wie man zu etwas Neuem und anderen übergehen könnte. Unter anderem kündigte Kennedy an, sich von Trilogien als Struktur künftiger Filme abzuwenden. So soll statt von Anfang an eine bestimmte Filmanzahl festzulegen, nach und nach entschieden werden, wie viele Filme von einer Reihe entstehen. Vielleicht so ähnlich wie beim MCU. Aber auch im Bereich Star Wars Serien gibt es neue Gerüchte. So wird ja momentan schon an der 2. Staffel von The Mandalorian gearbeitet, sowie an einer Obi-Wan Kenobi Serie und einer Cassian Andor Serie. Jetzt berichtet Jason Ward, dass sich bereits noch eine weitere geheime Serie in Arbeit befinden soll. Ward hat sich in der Vergangenheit mit seiner MakingStarWars.net Seite und in den meisten Fällen äußerst zuverlässigen Informationen einen Namen gemacht. In einem Interview sprach Ward darüber, dass man an einer Star Wars-Serie arbeite, von der niemand etwas wisse. Die neue Live-Action-Serie soll sogar schon gedreht werden und von welchem Charakter sie handeln wird, ist ebenfalls raus. Und zwar von Dr. Aphra. Bei Dr. Aphra handelt es sich um eine Expertin auf den Gebieten wie antike Waffen und Jedi-Artefakte. In den Comics, die zu Zeiten des Imperiums angesiedelt sind, arbeitet sie teilweise mit bzw. für Darth Vader. Sie kam in der Vader-Comic-Reihe, die Marvel von 2015 bis 2016 veröffentlichte, vor, hatte ab 2016 aber auch eine eigene Comic-Reihe. 17 Jahre nach Ende der Serie und 9 Jahre nach dem letzten Kinofilm kehrt Johnny Knoxville noch einmal mit Jackass 4 in die Kinos zurück. Paramount Pictures gab bekannt, dass der Film am 5. März 2021 in die Kinos kommen soll. Ob Johnny Knoxville, Steve O und Co. selbst wieder vor der Kamera stehen oder sie den Staffelstab an ein jüngeres Team weiterreichen, ist noch nicht bekannt.
Als Knoxville bereits 2018 über einen möglichen weiteren Jackass-Film sprach, stellte er zumindest in Aussicht, dass er darin gern auch neuen Gesichtern eine Chance bieten wollen würde. Knoxville ist ja mittlerweile auch 49 Jahre alt und damit nicht mehr der Jüngste. Warten wir also mal ab.